Die Vocatio-Messe findet jährlich in der Halle Münsterland statt und bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, verschiedene Berufswege persönlich kennenzulernen. Über 70 verschiedene Unternehmen, Hochschulen und andere Institutionen stellen sich vor und versuchen für ihren Bereich junge Menschen zu faszinieren. Momentan mache ich eine Ausbildung zum Energie- und Gebäudetechniker. Also ich bin hier auf der Messe, weil ich neue, nette und freundliche Kollegen für meinen Ausbildungsplatz finden möchte, der gerade tatsächlich leider nicht so stark repräsentiert wird. Deswegen habe ich gedacht, komme ich hier hin heute und versuche, neue Kollegen anzuwerben. Ja, wir suchen natürlich geeignete junge Damen und Herren, die Interesse haben, bei der Polizei anzufangen. Ich komme von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und wir bieten neben dem Studium eben auch Ausbildungen an. Und hier möchten wir einfach Schüler, Schülerinnen beraten, die sich beruflich orientieren möchten und natürlich dann vor allem über die Ausbildung an der WWU informieren. Egal ob Ausbildung, Studium oder Auslandsjahr, für junge Leute stellt sich dieses Angebot als sehr spannend heraus. Also, weil ich jetzt im nächsten Jahr meine schulische Ausbildung fertig haben werde und ich noch momentan nach Orientierung suche. So geht es scheinbar vielen. Die Halle Münsterland ist an den zwei Veranstaltungstagen gut besucht. Wir hatten auf jeden Fall viel zu tun und sehr viele Interessenten und ich würde sagen, dass wir es als einen positiven Tag auf jeden Fall abhaken können. Wir haben eigentlich durchgehend zu tun, das heißt, der Stand ist so gut wie nie leer und ich denke, der eine oder andere ist mit Sicherheit auch dabei, der uns dann im Büro nochmal besuchen kommt, weil das Karriereberatungsbüro in Münster mit Rat und Tat weiter zur Seite steht und wir da natürlich gerne auch weiterhelfen, was die Bewerbung angeht. Veranstalter der Vocatio-Messe ist das Institut für Talententwicklung. Leila Korkmaz, Projektleiterin des Vocatio Münsterland und Gebietsleiterin für Münsterland und Osnabrück, sieht die diesjährige Messe als vollen Erfolg. Es ist sehr viel los, es finden ganz viele Spontangespräche zusätzlich noch statt zu den fest vereinbarten Terminen. Und ich glaube ja, dass alle Schüler, wie ich das jetzt gerade auch sehe, sehr glücklich sind, sehr zufrieden sind, auch die Aussteller. Wir haben insgesamt um die 5500 Gespräche, die auf der Messe stattfinden. Tatsächlich waren das relativ viele Gesprächswünsche und davon konnten wir 94% erfüllen. Um die Messe in Zukunft zu verbessern, gibt es Feedbackbögen. Das Institut für Talententwicklung ist optimistisch, dass die Zahlen in den Folgejahren noch steigen werden.